Wie konnte Harry Potter Crucio erfolgreich verwenden? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Harry Potter und einen ziemlich beunruhigenden Fall, in dem er in der Lage ist, den Fluch Crucio, den Folterfluch, effektiv einzusetzen. Wir lernen schon recht früh, dass die unverzeihlichen Flüche sehr schwer zu benutzen sind, vor allem weil es sich um schreckliche Zauber handelt, die eine echte Absicht erfordern, damit sie richtig funktionieren. Das heißt, du musst den Schmerz in diesem Fall wirklich bei deinem Gegenüber wollen, da es sich um den Cruciatusfluch handelt. Dieser ist wohl der am schwierigsten, ohne die richtige Absicht zu handhabende Fluch der drei unverzeihlichen Flüche. Crucio bedeutet im Lateinischen wörtlich übersetzt "ich foltere". Ihr könnt also schon einmal eine Vorstellung davon bekommen, was dieser Zauber bewirkt. Crucio wird am häufigsten von dunklen Hexen und Zauberern eingesetzt, und eine bekannte Verfechterin von Crucio ist Bellatrix Lestrange. Diese hat damit auch Alice und Frank Longbottom in den Wahnsinn gefoltert. Wenn Crucio angewendet wird, fügt es dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. So unerträgliche Schmerzen, dass die Opfer nach einer Zeit wahnsinnig werden. Um Crucio anzuwenden, braucht man einen Zauberstab und eine Beschwörungsformel, und die Wirkung hängt abhängig von den Wünschen und Gefühlen des Zaubernden ab. Um die unerträglichen Schmerzen zu verursachen, muss der Zaubernde das Opfer verachten und es genießen, Schmerzen bei ihm zu verursachen. Harry Potter beschrieb, nachdem er mit Crucio belegt worden war, das Gefühl, dass sein Kopf aufgespalten wurde, während seine Knochen in Brand gesetzt wurden. Aber Harry war nicht nur das Opfer von Crucio. Offensichtlich hat unser Protagonist der Geschichte tatsächlich versucht, Crucio bei zahlreichen Gelegenheiten einzusetzen. Was sehr überraschend ist, wenn man bedenkt, dass eigentlich Harry gut sein sollte. Das erste Mal, dass Harry versucht, Crucio zu benutzen, ist bei Bellatrix Lestrange, nach dem tragischen Tod von Sirius. Ah, du hast ihn geliebt, kleines Baby Potter. Hass stieg in Harry auf, wie er ihn noch nie zuvor gekannt hatte. Er stürzte sich hinter dem Brunnen hervor und brüllte Crucio. Bellatrix schrie auf. Der Zauber hatte sie von den Füßen gehauen, aber sie krümmte sich nicht und schrie nicht vor Schmerzen. Sie war schon wieder lachend auf den Beinen. Du hast noch nie einen unverzeihlichen Fluch benutzt, nicht wahr, Junge? Brüllte sie. Sie hatte jetzt ihre Babystimme abgelegt. Du musst es ernst meinen, Potter. Du musst wirklich Schmerzen verursachen wollen. Es genießen. Gerechte Wut wird mich nicht lange verletzen. Ich werde dir zeigen, wie man es macht, ja? Ich werde dir eine Lektion erteilen. Harry wollte gerade um den Brunnen auf der anderen Seite herumgehen, als sie schrie Crucio, und er war gezwungen, sich zu ducken, als der Arm des Zentauren, der seinen Bogen hielt, absprang und mit einem Krachen auf dem Boden landete, nicht weit vom Kopf des goldenen Zauberers entfernt. Wie du aus der obigen Passage erkennen kannst, funktionierte Harrys Versuch, Crucio bei Bellatrix anzuwenden, einfach nicht gut, und der Grund dafür ist, dass er einfach nicht entschlossen genug war, um ihn effektiv einzusetzen. Selbst nach dem Tod von Sirius hatte Harry nicht genug Hass im Herzen, um Bellatrix zu foltern. Deshalb finde ich es ziemlich beunruhigend, dass Harry nicht lange danach in der Lage war, den Zauber in vollem Umfang auf den Todesser Amicus Carrow anzuwenden. Es geht nicht darum, was du zulässt, Minerva McGonagall. Deine Zeit ist vorbei. Wir haben hier jetzt das Sagen, und du wirst mich unterstützen, oder du wirst den Preis dafür zahlen. Und er spuckte ihr ins Gesicht. Harry riss sich den Umhang vom Leib, hob seinen Zauberstab und sagte, das hättest du nicht tun sollen. Als Amicus sich herumdrehte, rief Harry Crucio. Der Todesser wurde von den Füßen gehoben. Er wirbelte durch die Luft wie ein Ertrinkender, strampelte und heulte vor Schmerz, und dann krachte er mit einem Knirschen und dem Zerspringen von Glas gegen die Front eines Bücherregals und sackte gefühllos auf dem Boden zusammen. Ich verstehe, was Bellatrix gemeint hat, sagte Harry, während das Blut durch sein Gehirn rauschte. Du musst es wirklich ernst meinen. Diese Passage hat mich immer verwirrt, denn obwohl das Spucken in McGonagalls Gesicht sicherlich ein Grund für eine Reaktion von Harry ist, der Folterfluch erschien mir immer ein bisschen extrem. Außerdem, wie kommt es, dass Harry nicht in der Lage war, ihn nach so etwas Schlimmem wie dem Tod von Sirius anzuwenden, aber völlig dazu fähig war, nach so etwas Harmlosem? Expelliarmus wäre in diesem Moment völlig angemessen gewesen, aber Harry machte sich seinen Hass zunutze und wollte foltern. Also, was genau ist los? Wie konnte das passieren? Liegt es daran, dass Harry ein erfahrenerer Zauberer war? Oder liegt es daran, dass sein schwieriges Leben zu seiner Fähigkeit geführt hat, Hass nutzbar zu machen? Bedeutet dies, dass Harry kein so guter Mensch ist, wie wir vielleicht bisher dachten? Hier gibt es meiner Ansicht nach zwei mögliche Erklärungen. Harry hatte wirklich Hass in seinem Herzen und er hat ihn ausgelebt. Nach allem, was Harry im Laufe der Jahre durchgemacht hatte, war er einfach abgestumpft, und durch die effektive Anwendung des Folterfluches hat er seine neue, dunklere Seite entdeckt.
Das würde darauf hindeuten, dass Harry vielleicht nicht so rein ist, wie wir anfangs dachten. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Es gibt einen Unterschied zwischen es genießen und es meinen. Bellatrix, die nicht zwangsläufig die zuverlässigste Quelle ist, hat uns beigebracht, dass man, um Crucio zu benutzen, es sowohl meint als auch genießt. Aber ich denke, dass die zweite Voraussetzung, die Bellatrix angibt, eher romantischer Natur ist als irgendetwas anderes. Sie war schließlich unerklärlich verrückt. Ich denke, dass der Fluch eine einfache Absicht erfordert, und in diesem Fall war Harry in der Lage, die nötige Absicht auszuüben, um den Fluch auszusprechen. Obwohl die Tatsache, dass es so schrecklich ist, jemanden zu foltern, bestehen bleibt, und obwohl Harry in diesem Fall einfach einen anderen Zauber hätte benutzen können, glaube ich nicht, dass Harrys Gebrauch des Zaubers notwendigerweise bedeutet, dass er es genossen hat. Er sah einfach einen Zweck dafür und handelte mit reiner, unverfälschter Absicht. Das wirft allerdings eine andere Frage auf. Warum war Harry nicht schon Jahre zuvor in der Lage, den Zauber wirksam einzusetzen? Harry wusste, was Crucio war, als er ihn das erste Mal auf Bellatrix schoss, also muss er gewusst haben, dass es eine Absicht erfordert. Aber warum hat es damals nicht funktioniert? Lag es einfach daran, dass er ein jüngerer, weniger erfahrener Zauberer war? Ich denke, dass dies auf ein paar Dinge hinausläuft. Harry war tatsächlich weniger erfahren, ja. Das erste Mal, als er versuchte, den Zauber zu benutzen, war, naja, das erste Mal, als er versuchte, den Zauber zu benutzen. Um in etwas gut zu werden, muss man es wiederholen, und Magie ist von diesem Prinzip leider nicht ausgenommen. Warum glaubst du, ist Harry so ein Experte in Expelliarmus? Naja, weil er eine Menge damit zu tun hatte und ihn oft angewandt hat. Sirius Black, Harry Potters Patenonkel, zu dem er erst vor kurzem wieder eine Beziehung aufgebaut hatte, war gerade von Bellatrix Lestrange getötet worden. Das ist der zweite Grund. Harry, der noch jung war und den Tod nur bei wenigen Gelegenheiten erlebt hatte, war wahrscheinlich von Emotionen überwältigt. Trauer, Schock, Abscheu und Wut, das sind wahrscheinlich nur einige der Emotionen, die Harry gespürt hatte. Seine Emotionen waren einfach völlig durcheinander. Daher überrascht es mich nicht, dass er nicht in der Lage war, jemanden zu foltern. Im Fall von McGonagall war es eine viel kontrolliertere Umgebung. Er wusste, wer Carrow war, es gab keinen wirklichen Druck für ihn, sofort zu handeln, und dass Carrow McGonagall ins Gesicht spuckte, löste in Harry ein Gefühl reiner Wut aus, das er sich zunutze machen konnte. Die Tatsache, dass McGonagall bespuckt wurde, machte ihn nicht traurig, sondern eher wütend, und das machte Crucio zur perfekten Waffe in diesem Moment. Aber was sagt ihr dazu? War Harrys Fähigkeit, Crucio zu benutzen, das Ergebnis von reiner, unverfälschter Wut, oder hat es Harry Freude gemacht, den Carrow zu quälen? Zeigt diese Szene einen deutlichen Mangel an Unschuld in Harrys Charakter oder eher ein Stück Verrücktheit wie Bellatrix? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war's mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.